Schau dir diese leckere Pilzpfanne an mit köstlichen Champignons. Schnell gemacht und vegetarisch. Hallo und herzlich willkommen bei Benjara kocht für euch. Heute muss es ein bisschen schneller gehen, deswegen gibt es ein Zack-Zack-Rezept mal wieder. Was brauchen wir heute? Wir brauchen rund 600 Gramm Champignons, 15 Gramm Speisestärke, Schlagsahne, Creme fraiche, zwei Zwiebeln, etwas Gemüsebrühe und Öl zum Anbraten. Ja, wir bekommen das, glaube ich, alle zusammen hin. Ich schneide schnell die Zwiebeln und die Pilze. Ich habe hier im Angebot gefunden große Champignons. Du kannst auch kleine nehmen, du kannst auch braune nehmen, das ist egal. Hauptsache es sind Champignons. Gut, dann schnippeln wir jetzt mal alle zusammen tapfer und dann zeige ich euch, wie man da ratzfatz ein leckeres Mittagessen draus macht. So, 5 Minuten später müssten wir eigentlich alles zusammengeschnippelt haben. Schmeißen wir schon mal die Pfanne an. Die Zwiebeln klein geschnitten, die Champignons klein geschnitten und jetzt erhitzen wir kurz. Dann kommen 2 Esslöffel Sonnenblumenöl in die Pfanne. Dann werden wir die Pilze als erstes heute reinmachen. Warum die Pilze als erstes? Die brauchen etwas länger, bis die ihre Flüssigkeit verlieren. Und dann kommen erst die Zwiebeln rein. Wenn man es andersrum reinmachen würde, würde nämlich die Zwiebeln zuerst verbrennen. Und das will ich nicht, das wollen wir zusammen nicht. Und daher machen wir heute ausnahmsweise mal die Reihenfolge andersrum. Weil wir ja viel Temperatur brauchen, um die Pilze dann gebraten zu bekommen, weil ja viel Wasser drin ist, viel Flüssigkeit und es muss ja dann alles weg. So. 1, 2. Kurz ein bisschen schwenken, dass sich es gleichmäßig verteilt hat. Dann ein Kochlöffel wieder, die Pfannentemperatur und jetzt kommen die Pilze rein. Wenn man jetzt denkt, oh Gott, das passt doch alles nicht rein. Ich habe ja schon mal eine Pilzsoße gemacht. Das passt rein. Also es schnurzelt zusammen, weil ja wie gesagt die Pilze ganz viel Wasser haben. Und dann kommt es da einfach so rein. Heute gibt es auch keine kleine Kamera mit der Nahaufnahme, weil geschnitten haben wir schon. Das wisst ihr, wie es geht. Ist nichts Dramatisches, nichts, vor dem man Angst haben müsste. Hier sind meine restlichen Champignons, die nicht mehr reingepasst haben. Und jetzt einfach mal ein paar Minuten anbraten, gelegentlich wenden und dann sehen wir uns gleich wieder. Ein paar Minuten sind rum, jetzt tun wir es mal zusammen wenden. Manche wollen natürlich abhauen, aber die haben keine Chance zu entkommen. Und ihr seht schon, oh, das duftet. Das seht ihr nicht, aber ihr seht die Farbe immerhin. Und da braucht man sich jetzt auch in meinem Fall auch nicht Angst haben, dass ich mir die Finger verbrenne. Da die oberen Pilze natürlich noch nicht heiß sind. So. Und das Ganze machen wir ein paar Minuten wieder. Und wieder wenden wir und ihr seht schon, das Volumen in der Pfanne verringert sich, weil die ganze Feuchtigkeit aus den Pilzen rausgeht. Es geht schon viel besser, brauchen fast keine Hand mehr dazu. Und jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, jetzt haben wir hier ein bisschen Platz, wenn man das so ranschiebt. Hier machen wir jetzt die Zwiebeln rein. Und rösten und braten die mit an.
bis sie glasig goldgelb sind. Und dann rühren wir alles zusammen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie ihr seht, sind die Zwiebeln jetzt glasig. Und dann müssen wir mal komplett mit den Pilzen vermengen. Dass wir da eine schöne Masse haben. Und wir sind dann auch schon fast fertig. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Jetzt machen wir ein bisschen Salz noch rein. Mal rühren. Und jetzt natürlich die Frage der Konsistenz. Wie knusprig oder dunkel magst du deine Pilze? Dementsprechend musst du es ein bisschen länger jetzt noch machen oder nicht. Ich möchte es noch ein bisschen kräftiger haben. Von dem lasse ich das jetzt noch mal 2-3 Minuten auf volle Pulle weiter vor sich her. So, die Farbe passt jetzt für mich sehr gut. Dann drehen wir mal die ganze Temperatur ein bisschen runter auf Stufe 3 vom Herd jetzt. Dann löschen wir das Ganze mit Sahne ab. Ja, heute Sahne statt Kondensmilch, weil ich auch dazu mal wieder Lust habe, das so zu machen. Und das ist ja auch nicht verboten. Es gibt ja nichts anderes dazu. Wenn ich jetzt noch ein Kilo Spätzle dazu essen würde, wäre es schon wieder schwierig. Aber somit kann man sich dann auch das Fett aus der Sahne dann auch mal leisten und gönnen. So. Dann ein Esslöffel Gemüsebrühe, 150 Gramm Wasser, dann die Speisestärke dazu, Speisestärke und Maisstärke ist das gleiche. Dann rühren, rühren, rühren. So, jetzt gehe ich aus der Bratenfunktion raus, weil wir jetzt viel Flüssigkeit drin haben, und gehe dann auf halbe Stufe, 5,5, zum Warmhalten und Weiterkochen hier dann voran. Und dann kommt noch ein bisschen Crème Fraîche dazu. Hier habe ich mich für ein Crème Fraîche entschieden, welches Kräuter hat. Original kommt ein Esslöffel rein. Aber wenn du das magst und sagst, oh, das gefällt mir, ich brauche mehr, darfst du natürlich auch gerne ein bisschen mehr machen. Ich schmecke es erst ab und dann entscheide ich, ob ich noch ein bisschen mehr mache oder nicht. Man kann es nämlich nicht pauschal sagen, weil die Pilze sind einfach unterschiedlich. Die, weißt du, wenn du kleine, sehr geschmacksintensive Pilze hast, dann kann es anders sein wie bei den großen oder je nachdem, was für eine Charge man erwischt hat, auch zur Jahreszeit und so. So, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Gut. Dann lassen wir das noch kurz vor sich herziehen und dann passt das. Die Konsistenz der Soße ist jetzt gut, wie ich mir das gerne wünsche, von der Sämigkeit her. Wir machen den Herd aus. Ein bisschen Pfeffer drüber. Warum? Den Pfeffer immer zum Schluss. Na, er verbrennt sonst richtig, weil es ist ein Gewürz. Und wenn er verbrennt, wird er noch schärfer und ekliger. Von dem reicht es einfach, wenn man ihn am Schluss mit der Restwärme einfach untermengt. Gut, dann probieren wir mal. Direkt aus der Pfanne. Natürlich wird das größte Stück erwischt. Sehr geil. Perfekt.
Sehr leckere Champignons, muss ich sagen, die auch einen sehr guten Geschmack haben. Habe ich echt Glück gehabt beim Kaufen. Ja, gibt nichts zu meckern. Und jetzt dazu ein schönes frisches Brot, ein Stück Baguette oder auch pur so, wie du möchtest. Viel Spaß beim Nachkochen, wenn es gefallen hat. Daumen nach oben, empfehle es deinen Freunden weiter, die auch vielleicht Bock haben auf Pilze, die schnell gehen müssen mal am Abend, aber dann trotzdem was Gesundes, Leckeres, Vegetarisches hast. Bis dann, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Benjara kocht für euch.